Gurkensamen. Ich habe ja noch nicht genug auf dem Beet gearbeitet. Ein Brecheisen. Wohin bricht es denn? Aus dem Wald. Wie ein junges Reh? Ja. Wie genau. Box of Bowls brauchen wir nicht, ne? Aber andererseits, Box of Bowls bedeutet halt, dass es eine Box ist, ne? Wo die Bowls drin sind. Richtig. Das hast du fein erkannt. Ja, ich bin ganz heller. Geh doch mal die Leiter jetzt hoch, Mädchen. Da ist gerade der Drohnen-Ding. Nicht jetzt, nehmen wir mal großes Drohnen-Ding. Das Zieh-Drohnen-Ding? Das ist weggefahren. Oh. Dann, nee, dann beweise ich nicht, dass ich Leute umbringen kann. Sonst hätte ich hier jetzt gerade jemanden umgenietet, aber. Ach, hier ist nicht einer. Oh Gott. Raus da, los! Setz dich wieder hin. Wo seid ihr? Er ist da hinten irgendwo. Ist das Schimmackschal? Was ist denn ein Schimmackschal? Na, ein Schimmackschal. Ist doch bestimmt irgendwie so ein Schal. Wow. Folgen Sie ihm jetzt für weitere Weisheiten. Das ist doch so ein hier so ein, was die. Ach, was ist denn das? Die Araber oder so? Die Palästinenser immer getragen. Oh Gott, ich würde nicht in seinem Blut. Das ist wahrscheinlich nicht dasselbe, aber irgendwo. Hat das damit zu tun, bestimmt. Guten Tag. Ach, hallo. Ich habe eine Düngertüte getragen. Offensichtlich. Herzlichen Glückwunsch. Genau genommen trage ich sogar zwei. Eine ist im Rucksack. Ach, man kann die doch in den Rucksack packen? Ja, wenn du Platz hast, kannst du die da reinpacken. Im Fall von meinem Rucksack nimmt sie fast den ganzen Rucksack ein. Ich hätte gedacht, die kriegt man nicht rein. Deswegen habe ich die eine Düngetüte da oben liegen lassen. Nö, nö, die passen in den Rucksack durchaus rein. Okay. Der Zombie nicht weiß, dass ich das bei dem da eine verpasst. Vielleicht hast du ihm so gut eine verpasst, dass er nachhaltig verwirrt ist. Ja, das war er auch. Hüftschuss. Na ja, gut, nächste, ne? Ist hier was drin? Handschuhe. Da war ich gerade drin, Hase. Okay. Auch nur geradeaus ein bisschen lang. Gleichstein ist hier. Ah ja, braucht man für Messer. Ist ja wichtig. Oh. Mochte ich schneller, Junge. Wir haben ein Fahrrad. Es ist nicht das Schönste, aber es rollt. Das hat er gefunden? Ja, es stand hier so rum. Ein Fahrrad oder was? Ja. Ich sehe ihn ja nicht. Ich weiß nicht, was er redet mit mir. Naja, wir haben jetzt ein Fahrrad. Geil. Alter, mache ich einen Dreck. Die Dreck. Dirk kennt das Prinzip von Dreck nicht.
ist hinten die Tür auf. War jetzt schon jemand drin, oder? Ja. Okay. Brauchen wir nicht. Oh, hier ist ja der Laden gewesen, ne? Brauchen wir nicht. Was Geschäft? Geschäft. Mal hier. Das Lebensmittelgeschäft. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ja, bring das Rad mal nach Hause. Wenn wir davon noch zwei finden. Oder vielleicht noch ein Moped dazu. Ich werde mal gucken müssen, ob man darauf auch zu zweit sitzen kann. Was ist das? Die Pinbox. Ich meine, theoretisch hast du ja einen Gepäckträger. Ich kann entern. Yay! Wie ich da hinten drauf hocke. Wo ist Dirk? Lass uns zu Dirk fahren. Damit er uns sieht. Dirk, komm mal raus. Mein Gott. Dauert nur ein bisschen. Was ist denn? Ist überladen. Ah. Wie auf so einem Schleifstein sitzt. Okay. Lass mich mal absteigen, Hase. Dann bist du bestimmt schneller. Nee, so schneller ist man nicht damit. Okay, aber ich kann ja noch hier suchen, während du das Rad wegbringst. Ach, hier liegt schon wieder einer. Komm, raus da. Au, lass das! Sag mal! Sag mal, warum haut die denn nicht, wenn ich drücke? Toll, jetzt habe ich schon wieder Aua am Arm. Nicht Aua am Finger. Aber am Arm. Aber lieber Arm dran als Arm ab. Eine fast leere Batterie. Lohnt die? Nur nicht alle auf einmal. Glaube nicht. Mit deinem Beherzten weiß ich nicht antworten. Das mehr ich Salz. Gut. Noch mehr Salz? Noch mehr Salz. Hier ist noch ein Kochtopf. Brauchen wir noch einen Kochtopf? Den kannst du nur in der Hand. Wobei, du hast ja einen großen Rucksack. Ja, ich fahre nur. Ich muss ihn jetzt noch nicht mitnehmen. Wir haben ja einen Kochtopf. Denn wenn wir einen haben, reicht das doch, oder? Ein Höschen. Eine Unterhose. Hier ist schon wieder super drum. Was verschmutzt. Das ist aber ein bisschen verschmutzt. Mm, oh, eine Seife habe ich auch gefunden. Gelb oder braun? Komm, ich nehme die Unterhose mit, ich will die waschen. Ich will die anziehen. Nur zum Waschen nimmt er sie mit, dann schmeißt er sie wieder weg. Klar. Die sieht so aus, als wenn sie irgendwie so ein bisschen sexier aussieht, als die Hose, die ich anhabe. Dirk, hast du Platz in deinem Rucksack? Ja, bisschen, ja. Wieso? Ich habe hier einen fetten Zementsack. Ich habe aber auch einen Sack Dünger schon im Rucksack. Nee, warte, ich dann nicht. Muss ich kurz. Ich bringe das dann nach Hause, ist schon okay. Muss ich halt wieder direkt nach Hause. Nee, ich kann ja gucken, ob ich es reinkriege. Ist nur schnell. Ich muss so oder so wieder direkt nach Hause gehen. Ich bin ja voll mit meinem Rucksack. Aber jetzt kann ich, weil ich kann ja noch eine ganze Menge. Wie groß ist denn so ein Rucksack? So ein Zementsack? Das weiß ich nicht, aber ich habe noch einen Düngersack gefunden. Ich schlepp schon wieder Doppeldünger. Warte mal, also ich kann dir sonst sagen, wie groß der Dünger ist. Der ist ungefähr 4x4. Der Zementsack ist größer, das weiß ich nicht. Ich gehe locker rein. Muss ich kurz umschichten bei mir. Aber ich glaube, der Zementsack dürfte auch nicht so viel größer sein. Oh, Kacke. Hör zu, da ist ein Kacke. Zombie. Ja, das ist schon Kacke. Kommt der jetzt rein zu mir? Nee, ne? Ich hab die Tür zugemacht. Ich glaube nicht, dass er rein zu dir kommt. Oh doch, er ist rumgelaufen. Entschuldigung. Wow. Es tut mir leid. Ich hab's versucht. Ich hab eine Tür zugemacht. Ist egal, ich mach ihn weg. Er macht ihn weg. Oh, ich will ja nur da. Nicht meinen guten Dünger wegschmeißen.
der einfach mal nichts hat. So nötig gewesen von dem Zombie. Schmombi. Wie hier immer noch Dirks Teile rumliegen. Ja, noch keiner aufgegessen. So, mal gucken, kriege ich den Sack jetzt da rein? Ja, kriege ich rein. Perfekt. Warte mal, du hast gesagt, oben liegt noch ein Zementsack rum, oder hast du den eigentlich gesagt? Nee, hab ich mitgenommen. Und den anderen Sack, also die, das, oben ist alles raus, ja? Ja, da war nur der eine Zementsack jetzt, der zu viel war für mich. Okay. Gut, okay, den habe ich jetzt eingepackt. Also ich glaube, Dünger haben wir dann erstmal genug. Ja. Weiß ja nicht, was sie mit Zementsäcken machen. Also vermutlich bauen. Zement machen, aber... Damit können wir dir schicke Stiefel machen, Dirk. Mhm. Habe ich so gelernt im Fernsehen bei der Mafia. Hoch. Ob hier jemand rumlungert? Ne. Hier lungert niemand. Oh yeah, eine Partybrille. Party. Warte, das setze ich gleich auf, damit ich cool bin. Jetzt noch mal ein bisschen Bargarn. Der Huse. So, um 18 Uhr muss ich aber wieder dann Schluss machen, ne? Das ist okay. Weil wir dann unseren Elflauf vorbereiten. Elflauf? Heute gibt es lecker Elflauf. Mit Hackfleisch und Gemüse. Klingt gut, nehme ich. Und morgen gibt es Geschnetzeltes. Schärfst du gerade deinen Messerhase? Jo. Das klang sehr komisch. Jo. Soll ich denn jetzt Kleber in die Hand genommen? Was soll denn das? Normale Menschen mit Kleber in die Hand. Pflanzenöl. Gefunden. Zwei Bretter. Küchenbretter. Auch sind so für Küchenbretter. Hier steht jetzt ein Fahrradrad rum. Ein Fahrradrad? Rad. Ein Wheel 54622. Keine Ahnung, was es bedeutet. In einer der Garagen hier, ne? Zweifel mal mitnehmen, wenn du noch kannst. Ja, in die Hand nehmen könnte ich es noch. Wenn du eh nach Hause kommst, geht Problem. Das doch. Ja. Oh, ich habe Schmerzen. Irgendwo hatte ich Schmerzmittel gesehen in der Kiste. Schmerzmittel waren in einem Haus in meiner Kiste. Nee, draußen habe ich das auch in der Kiste gesehen. Vitamin. Im Haus meiner Kiste ist es definitiv drin. Ja, hier draußen doch auch. Ich habe sie gesehen, als ich nach Antibiotika gesucht hatte.
Können wir dieses eine Auto nicht irgendwie mitnehmen zu unserem Haus? Diesen. Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Das ist er noch nicht. Unser Moped müsste ja auch noch irgendwo rumstehen, ne? Dann brauchen wir irgendwann Beng Zeng. Beng Zeng. Hm. Brauchst du heute Kisten, dass wir ein bisschen mehr lagern können? Pack hier ein paar Nägel sollten wir jetzt ja haben. Wäre sinnvoll. Ich habe gerade keine Nägel hier, aber ich hatte vorhin welche gebracht, glaube ich. Wir haben hier noch eine Schachtel mit Nägeln. Ich würde ja lieber noch die größeren Sachen bauen. Und einmal einzelne Nägel. Also ein paar Nägel haben wir auf jeden Fall noch. Ich lege mal das Fahrrad hier kurz hin. Zack, jetzt liegst du auf der Boden. Wie hast du die Kiste, den Kühlschrank transportiert? Also hingestellt ja, dort. Ja. Wie geht das? Ich war zu dumm dafür. Er war zu dumm dafür. Also wenn du es im Inventar hast, kannst du es dann schieben, ne? Aber echt? Wo du es haben willst. Ja. Ich hab's nicht begriffen gehabt, wie das geht. Gute Nacht. Lass noch mal da rein. Oh, wie der seifig aber habe. Ich kann da richtig. Kann mich voll sauber waschen. Wer will denn sowas? Sich sauber waschen. Ich wasche mich lieber dreckig. Achso, Ich wollte die Unterhose sauber machen und dann anziehen. Ey, guck mal, das ist eine sexy schwarze Unterhose. Das ist, Gleich nicht mehr, gleich ist sie weiß. Wenn die erstmal sauber ist, dann ist die hui. Dann ist die hui. Ah, hier liegen jetzt nur Waffen rum. Dann packe ich. Was ist hier drin? Hier ist ein möglicher Kram drin. Ah, hier sind auch welche Bobby Pins drin. Die packe ich dann mal da mit rein. Bobby Pins klingt fast wie ein Name. Und die Seife. Ne, die brauche ich jetzt zum Waschen gleich. Ich habe mehrere Seifen dabei. Muss ich mal auslegen, nicht, dass ich die falsche nimmt. Leeres. Ei. Dann machen wir ja sowieso aus, denke ich mal, wa? Ich wollte jetzt noch einen Schlüpper waschen. Ja, aber passiert noch was Spannendes heute? Ich glaube nicht, oder? Also Schlüpper waschen glaube ich nicht. Dann kann ich mich ja schon mal verabschieden. Das war heute ja richtig spannend mit dem Feld.
Ich habe richtig viel Progress geschafft. Na hey, das ist doch... Na hey. Zement? Zement habe ich mal auf den Boden geschmissen. Ah. Hase, was hast du denn für eine geile Brille auf? Die sieht so bunt aus. Bei mir sieht die voll bunt aus. Dirk. Komm mal näher. Ach nee, warte, das ist Dirk. Bin ich, das hab ich, die habe ich gefunden. Das ist eine coole Brille, der guckt. Was ist ja dein Gilly-Zeug? Das sieht aus wie Grillrost. Ich hab auch hier so eine schöne Masken reingetan. Warte mal, die kann ich mir auch kurz zeigen. Ja, Masken habe ich auch gefunden gehabt. Die habe ich auch alle abgelegt, glaube ich. Hoffe ich, denke ich. Warte mal kurz. Ich pack mal die Maske kurz in die Tasche. Die Maske. Warte. Ja, guck mal da. Zack. Oh mein Gott, wie sieht aus? Wie gruselig. Und ich hab noch eine andere. Guck. Und die. Ich habe auch noch ein, zwei andere gefunden gehabt, aber die liegen bestimmt draußen. Ich hatte hier drin nichts einsortiert groß. Ich kann die Maske sogar über die Brille setzen, okay. Apropos groß, muss ich vielleicht noch Pipi oder Kacka? Pinkeln. Ich esse zu wenig, habe ich das Gefühl. Ich muss nie kacken. Ich gehe erstmal kurz den Schlüpper waschen. Dann müsste ich den Schlüpper sauber trockener Heil nähen, damit ich... Und dann kann ich hier kurz die Hose aussehen, kann ich auch meinen Schlüpper zeigen, meinen neuen. Ich verzichte. Das will doch keiner. Möchtet ihr nicht meinen Schlüpper sehen? Nein, wollen wir nicht. Wie kann ich den denn waschen jetzt? Warte mal, kann ich ihn in die Hand nehmen? Nee. Oh. Sehr steifer Paarungstanz. Wasch Eis? Augen waschen? Ich wasche jetzt wirklich die Augen. Wieso sollte ich meine Augen waschen? Weil du vielleicht. Warte mal, vielleicht muss ich Seife ausrüsten. So. Uncooles gesehen. Und dann hier rauf und. Nein. Darauf? Nein. Wie kann ich ihn waschen? Computer sagt nein. Wir Sachen waschen. Vielleicht kannst du gar nicht waschen. Waschen ist nicht sichtbar. Also nee, ist ausgegraut. Er hat doch extra gesagt, dass er die Seife braucht. Vielleicht kannst du den nicht waschen. Ich hab Seife. Vielleicht kannst du den Schlüpper nicht waschen. Also Kacke. Oh, man kann gar nichts waschen. Eier machen. Muss man demnächst mal schauen, wie ich waschen kann. Aber dann muss ich den Schlüpper anziehen, ohne dass er sauber ist. Ich kann ja die Bremsspur nach hinten machen. Oder die... Gelbe Spur nach hinten, die braune Spur nach vorne drücken. Wer schießt denn da? Was Gutes? Ist das was? Muni-Verschwendung. Guck mal, jetzt hast du sie beleidigt. Ey, guck mal, wie findet ihr meinen Schlüpper? Also bei mir hast du eine Tasche vor deinem... Dingeling. Na, warte mal, dann muss ich die Tasche kurz abziehen. Warte. Du schießt deutlich auf mich, ne? Oh Gott. Leicht. Hier ist mein Schlüpper. Dirk, ganz ehrlich. Nein, ich will dich nicht hauen. Nein, Steffen zielt. Ich wollte nur versorgen, dass du zwischen uns bist. Aber ja, ich wollte auch sagen, nicht, wenn ich direkt vor dir stehe. Dirk, deine Frau tut mir leid bei der kleinen Beule. Mann, ey. Aber ich baue jetzt die Schlüpper an, so. Der ist viel sexy, Hase, mach ein Handherz mit mir. Wo ist es? Ja. Und da schießt wieder keiner drauf. Da fragen wir wieder, dass wieder falsch läuft. Ein Geräusch. Ach so. Er spielt wieder Zombie. Oh. Ich wollte dich eigentlich anbieten, aber ich stand dafür ein bisschen falsch. Okay, dann beten wir halt beide. Ja klar, er muss wieder negativ auffallen. Ganz vergessen, dass das geht.
Hallo. Na gut. Ich glaube, das war's für heute. Wir sind durch. Kommen Sie rein, können Sie rausschauen. Hier, Mel, guck mal hier. Da. Hä? Ich hab nicht hingeguckt. Oh, meine Drohung war gar nicht mal so verkehrt. Ich habe ihm gesagt, er ist tot. B4! Wo ist B4? Das ist in der Nähe. Oh, naja, in der Nähe würde ich jetzt nicht sagen. B4 ist jetzt. Doch, ist in der Nähe. Zeig doch. Da ist nur eine Stadt dazwischen. Mal schnell hin, denn? Na gut, zwei können mit dem Fahrrad fahren, einer müsste hier bleiben. Dirk hat einen alten Schlipper an. Ja, wir haben jetzt noch 20 Minuten, könnte passen. Komm mal, Hase, rauf aufs Fahrrad, du fährst. Hab ich noch frei? Na, warte. Dann halte ich hier die Stellung. Welche Stellung hältst du denn? Missionar. Das findet er lustig. Und dich nehme ich mit. Selerie. Selerie? Und vorsichtshalber nicht dich. So, los geht's. Immer nach Norden wollen wir nicht. Denk dran, da kommt Fluss. Erstmal auf die Straße. Auf die Straße nach Süden? Könnte ich jetzt, wenn man eine Nadel, man braucht eine Nadel und Garn, ne? Und dann könnte man sich Nähzeugs bauen, ne? Jo. Haben wir aber schon recht viel von. Okay. Dann muss ich das noch finden. Wie er sich einen abstrampelt. Wenn du zu K.O. bist, sagst du Bescheid, dann tauschen wir. Ja. Und Tausch. Er braucht schon gut Ausdauer. Ich werde hier zu Hause sitzen, werde mir ein Bier reinzimmern, dann werde ich mir ein Tequila reinzimmern. Dann wie das kann ich asoziale Arschloch, das er ist. Die Swarovka reinzimmern. Haben wir noch Kippen da? Und dazu noch einen Schluck Pflanzenöl und dann kann es kotzen losgehen. Und dann kotzt er mir in die Petunien. Meine preisgekrönten. Und K.O. Reiermann und Söhne. Sind ja nicht weit gekommen, wa? Und sie muss pinkeln. Oh, hier sind noch Birnsamen. Pinkeln. Siehst du das? Die haben die Tür sperrangelweit offen gelassen, weißt? Ich Na bin ja. hier ganz alleine zu Hause. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, hier... Wie das asoziale Pack, das wir sind. Jo. Mir ist warm. Wie sieht Nähzeugs aus? So ein gelber Kasten, glaube ich. War der gelb? Nein. Beige? Improvisiertes Nähzeug. Ja, ich sehe es. Grün, okay. Oh, da sind Zwammbälle. Ja. Ich gehe mal kurz rein. Weil draußen ist mir zu warm. So, jetzt kann ich hier mal kurz gucken. Ist zieh die Waffe, Mädchen! Hallo! Achso, ihr liegt auf der 2! Toll, jetzt blutig. Weil die Waffe auf der 2 lag, statt auf der 1, wegen der Kackschaufel, die ich zuletzt gefunden habe. Ja, nicht. Ich kann mit dem nächsten auch meine Kampfstiefel reparieren, okay? Ich höre hier voll lauten Huhn, cool. Ja, passende Ambient-Sounds. Aber willst du weiterfahren? Auch repariert. Jo, kann wieder. Okay, er kann wieder.
Er kann wieder. Da wird Dirk gleich neidisch. Der kann nicht so oft hintereinander. Der prüft zwar mal, wie viel Schuss er hat, aber so oft hintereinander, so schnell kann er nicht. Was? Ich gucke angeblich noch. Okay, jetzt nicht mehr. Nein, ich werde deine Frau. Oh, ihr seid nicht da und jetzt wird das Wetter hier unangenehm. Ja, hier bei uns auch. Unangenehmes Wetter. Sie sieht so nach Regen aus. Fingerlose Handschuhe. Ich habe hier ist eine Gießkanne. Achso, das ist deine wahrscheinlich. Die mit draußen ja, nicht. Das ist meine. Lass die bitte da, wo sie ist. Also sie liegt hier draußen. Warum soll ich die nicht lieber in eine Kiste packen? Ist bis jetzt irgendwas despawned, was so draußen rumliegt? Oh, ne, ich glaube nicht, ne? Ups, nichts bisher liegt. Aber ich könnte noch eine Kiste bauen, während ihr nicht da seid. Aha! Da machst du dich nützlich, das geht nicht. Dann bist du ja kein asoziales Pack mehr. Aber dazu bräuchte ich eine Axt und die haben wir nicht mehr. Dann mach dir doch eine aus. Das ist meine Axt. Nee, da ist eine Axt. Ich sehe eine Axt. Ich hab eine Axt. Er sieht eine Axt, er hat eine Axt. Ist ein Köder, mach ich jetzt hier noch mal. Kiste bauen. Kiste craft. Vielleicht geht's wieder bergab. Drehen. Achso, es geht immer noch bergab. Jetzt muss ich so rumdrehen. Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's bergab mit euch. Uhu. Unrealistisch, dass wir nicht schneller werden. Da war ein Auto halb kaputt. Ah, hier waren wir früher immer, wenn du dich erinnerst. Ah, oh ja, ja. Zomb, aber ich glaube, den. Ja. Der. Noch ein Auto. Nee, okay, der kriegt uns nicht eingeholt. Der hat uns gleich wieder vergessen. Hier waren wir nicht. Wie er heroisch auf die Straße springt. Oh, noch ein Zomb. Oh, ein Auto. Aber hat auch keine Räder dran. Oh, bedauerlich, er ist gegen den Laternenpfahl gerannt und kommt nicht weiter. Das ist irgendwie traurig. Lust, wie du gemacht. Schlimm. Ich lache ihn an und nicht aus. Aha. Dich würde ich auslachen. Immer so viel nicht. Gott, krass. Okay. Ja, gleich musst du wieder strampeln, wa? Wir werden langsamer. Ich strampel auch gerade, aber das wird. Es zieht jetzt gerade keine Ausdauer. Okay, jetzt zieht es wieder Ausdauer. Achso, ich sehe noch nicht, dass du strampelst, okay. Vielleicht zieht es keine Ausdauer, wenn es bergab geht.